Grazien aus dem Lohnbüro, die waren im Leben nicht sehr froh. Bei Helga, Ruth und Anja ging alles durcheinander. Doch beim Betriebsausflug ganz toll, da kriegten sie den Hals nicht voll. Da schrie die blonde Anja, jetzt trinken wir Champagner! Da schaute wohl Herr Pohl, wer hätte das gedacht, dass uns das Stück zum Glück noch so viel Freude macht. Wir alle singen, springen, tanzen heute Nacht. Da staunste wohl Herr Pohl, wer hätte das gedacht? Herr Pohl, der Chef vom Vorderhaus, der führte die drei Grazien aus. Sie feiern Jubiläum, so still wie im Museum. Die Helga trank drei Gläser Wein und fing ganz plötzlich an zu schreien. Wenn das die anderen wussten! Und küssten Prokuristen. Da staunste wohl Herr Pohl, wer hätte das gedacht? Lass uns das Stück zum Glück noch so viel Freude macht. Wir alle singen, springen, tanzen heute Nacht. Da staunste wohl Herr Pohl, wer hätte das gedacht? Die Ruth war schüchtern und sehr klein und saß vorm Fernsehen ganz allein. Sah eine Operette und fand nicht mehr ins Bette. Sie schlich zu Nachbars Tür hinein und trank mit ihm ein Fläschchen Wein und seufzte unter Küssen. Jetzt will ich's von dir wissen. Da staunste wohl Herr Pohl, wer hätte das gedacht, dass uns das Stück zum Glück noch so viel Freude macht. Wir alle singen, springen, tanzen heute Nacht. Da staunste wohl Herr Pohl, wer hätte das gedacht? Tja, Herr Pohl, wer hätte das gedacht? Ja!